herzlich willkommen zurück auf Francis Rose Art, dem Kanal rund um die Kunst. Und heute malen wir mal wieder mit Ölpastellen. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal wieder die Aldi-Ölpastelle und meine Paul-Rubens-Ölpastelle. Über beide Marken habe ich schon Videos gemacht. Die findet ihr auf meinem Kanal unter der Ölpastell-Rubrik. Das Papier, was ich benutze, ist von Claire Fontaine. Das ist das Paint-on-Papier und das habe ich von einem Blog, auf dem verschiedene Papiere drauf sind. Das fand ich mal ganz interessant. Da hat man verschiedene Farben, also weiß mit starker Struktur, grau, Natur und schwarz und auch ein Blau. Und den fand ich ganz gut. Der kostet so um die 20 Euro, der Block. Und ihr habt jeweils 4 Blätter von jeder Farbe. Und das Papier ist 250 Gramm schwer. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich male ja unheimlich gerne auf so festem Papier. Ihr solltet auf jeden Fall zum Malen immer ein etwas raueres Papier nehmen bei Ölpastell. Einfach damit das Papier eine Menge Farbe aufnehmen kann. Das hatte ich ja auch in den anderen Videos schon erklärt. Umso glatter das Papier, umso weniger Ölpastell passt drauf und ihr könnt auch ganz schlecht übereinander die Farben malen. Wenn das Papier rauer ist, und das gibt es auch bei Zeichenpapier, da habe ich durchaus einige, die ich gerne nehme. Zum Beispiel das Gerstecker Universalpapier, der grüne Block ist das. Darauf kann man auch wunderbar mit Ölpastellen malen, das ist relativ rau. Da müsst ihr einfach mal rumprobieren oder eben mal schauen, was andere so nehmen. Ich bin auf jeden Fall auch mit diesem Papier hier von Paint On sehr zufrieden. Da gibt es ja auch so kleine Blöcke, wobei bei Ölpastell ist ein großer Block schon von Vorteil, denn ihr seht ja, mit den Sticks kann man gar nicht so tolle Details arbeiten. Aber kommt halt ganz drauf an, was ihr auf so einem kleinen Block malen wollen würdet. Entschuldigt bitte, dass ich mich immer mal wieder räuspern muss bzw. huste. Ich kämpfe immer noch mit den Nachwehen meiner Corona-Erkrankung. Ich glaube, es ist jetzt so 4-5 Wochen her. Und ich muss sagen, ich habe wieder sehr, sehr lange was davon, wie beim ersten Mal auch. Und es ist erschreckend eigentlich. Naja, aber darüber wollen wir gar nicht groß reden. Es geht weiter mit dem Bild. Ich habe mir ein Foto rausgesucht aus dem Handy. Das habe ich selber gemacht. Das Foto habe ich jetzt hier nicht ein, deshalb blende ich noch ein. Ich habe es auch nur so als grobe Referenz genommen. Ich wollte es jetzt nicht 1:1 abmalen. Das war mir zu schwierig. Ich wollte einfach nur eine Referenz für einen Baum haben. Das war mir wichtig und ich fand diesen Himmel dahinter toll. Es war so wolkig, sonnig und blauer Himmel und das versuche ich hier so mit Ölpastell mal wiederzugeben. Es war auch mal wieder an der Zeit, meine Ölpastelle zu nutzen und meine Fähigkeiten zu üben. Denn ich habe ja viele Medien wie Aquarell, Acryl und Ölpastell, Buntstift, Bleistift, Kohle. Und ich versuche eigentlich alles so in regelmäßigen Abständen zu nutzen und eben zu üben damit. Ich habe mir hier bei dem Bild erstmal wie immer nicht so richtig die Gedanken gemacht, womit ich anfange. Ich habe erst den Baum gemalt und habe mir dann überlegt, hätte ich vielleicht erst den Himmel machen müssen. Hätte man sicherlich machen können, aber ich muss sagen, den Himmel jetzt so auch zwischen die Äste zu malen, ein bisschen grob, fand ich gar nicht so blöd, denn ich verreibe das Ganze ja gleich noch und das sieht tatsächlich gar nicht uninteressant aus so. Ihr könnt es aber natürlich auch anders machen und erst den Himmel vorzeichnen. Ihr müsst nur bedenken, dass ihr das Verreiben auf später verlegt. Denn sobald der Himmel richtig verrieben ist, ist es wirklich schwierig, nochmal drüber zu malen. Also ihr seht, ich male den Baum vor, grob in verschiedenen Farbtönen. Und den Himmel mit mehreren Blautönen habe ich dort. Ich habe Weiß und Grau. Das probiere ich einfach mal aus, wie das aussieht, wobei sich das Weiß natürlich mit dem Schwarz von dem Baum ein bisschen vermischt und ihr dadurch automatisch Grau bekommt. Ich finde es immer wieder interessant, wie bei Ölpastell sich das Bild verändert durch das Verreiben. Also ich finde es ja so grob gemalt auch schon toll und ihr könnt natürlich auch so ein Bild genau so lassen.
Ich würde es halt grundsätzlich immer fixieren. Dafür habe ich das Fixativ von Sennelier. Das ist meines Erachtens nach das allerbeste für Ölpastell. Da habe ich schon vieles ausprobiert, aber das ist wirklich super und das habe ich jetzt gerade bei Amazon sehr günstig erstanden. Das werde ich euch verlinken. Aber wenn ihr es verreibt, dann habt ihr eben auch wieder einen ganz besonderen Look. Und das ist halt das Schöne bei Ölpastell, dass man eigentlich beim Malen noch nicht so ganz erahnen kann, wie es am Ende aussieht. Und was ich hier bei diesem Bild zum Beispiel auch gut finde, ist durch das Verreiben des Himmels im Hintergrund und das, ich sag mal, mit Verreiben einiger Äste wirkt das Ganze, als würde es im Hintergrund sein, so wie es ja im echten Leben auch ist. Der Baum hat ja Äste vorne, Äste hinten. Die hinten sind etwas schwacher zu sehen als die vorne. Und das sieht man hierdurch ganz gut. Wenn ihr zum Beispiel, ich habe ja auch schon sehr oft schwarzes Papier benutzt und habe dann bunte Sachen drauf gemalt. Und wenn ihr das dann verreibt, beziehungsweise da eben das Schwarz noch durchguckt, das finde ich auch immer wieder einen ganz, ganz tollen Effekt. Das wirkt einfach bei Ölpastell extrem cool. Kriegt man mit Buntstift nicht unbedingt ganz so hin. Der Buntstift ist nicht so leuchtend und deckend über dem Schwarz, aber mit Ölpastell auf Schwarz, das ist wirklich eine tolle Sache. Da nehme ich immer den Aquarellblock von Van Gogh in Schwarz, den mag ich unheimlich gerne. Oder das Black-Black-Papier von Fabriano, auch ein super, super tolles Papier. Ich glaube, es gibt keins, was so schön schwarz ist, außer dieses. Es sei denn, ihr wisst es, ich bin für Infos, Tipps und Tricks auch immer offen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Liked, abonniert und empfehlt mich weiter. Es hilft mir ungemein und kostet euch keinen Cent. Und ich freue mich. Ja, bei dem Bild bin ich jetzt ziemlich weit, soweit fertig mit dem Himmel. Jetzt wird langsam der Baum verrieben. Bei dem Baum habe ich tatsächlich richtig schwarz genommen, weil das auf dem Foto ja auch so aussieht, durch die Lichtverhältnisse. Ich habe aber auch nochmal mit Braun und Dunkelkraut drüber gearbeitet und ich finde, dadurch sieht man so ganz leicht die Struktur des Baumes, weil ganz in Schwarz wäre das in diesem gemalten Falle einfach zu plakativ, finde ich. Und da würde ich auch einfach sagen, probiert euch selber aus. Es muss nicht alles so sein, wie es auf dem Originalbild aussieht, wenn ihr eins nehmt, aber was ich definitiv immer machen würde, ist ein Referenzbild auch zu nutzen. Am besten natürlich ein selbstgeschossenes Foto wegen der Urheberrechte. Wenn ihr das aber auch alles nur zum Üben nehmt, ist es eigentlich nicht so dramatisch, meiner Meinung nach. Wenn ihr das anders seht, auch das würde mich interessieren. Ich nehme ja oft auch Bilder aus dem Internet, einfach nur für mich zu malen. Aber ich denke, das ist keine Schande und das ist auch kein Verbrechen. Wirklich blöd ist es, wenn ihr dann die Bilder verkaufen wollt. Dann sollte es wirklich eigene Motive sein. Ja, ich bin jetzt hier bei dem Boden vor dem Baum. Da war ja so ein bisschen wie Laub und lauter Sträucher. Ich mache es, wie gesagt, nicht so detailliert wie auf dem Foto. Das ist mir mit Ölpastell ein bisschen zu kompliziert. Wie gesagt, ging mir auch nur um dieses Referenzbild für den Baum. Was mir bei den Ölpastellen missfällt, ist wirklich die Vielfalt an Farben. Man hat zwar viele grüne und blautöne und rötliche Töne und gelbe Töne, aber mir fehlt der Kontrast. Also bei den Aldi-Ölpastellen genauso wie bei den Paul Rubens, so richtig tiefdunkles Blau, ein richtig tiefdunkles Grün, das fehlt absolut bei denen. Ich benutze hier so einen Papierwischer, um Feinheiten zu verwischen, die ich mit dem Finger so nicht erreichen würde oder zu breit verschmieren würde. Das kann man wirklich ganz gut machen. Manche benutzen auch Q-Tips, kann man auch nehmen, wobei der Q-Tip, da muss man aufpassen, auch wieder ein bisschen Farbe wegnimmt. Bei dem Papierwischer kann man wirklich gut verwischen. Grundsätzlich ist es aber tatsächlich sehr, sehr schwierig, da so richtig feine Akzente mit den Fingern irgendwie zu erarbeiten, meiner Meinung nach. Aber wenn ihr da etwas fitter drin seid, freue ich mich über euer Feedback. Ich mache halt wirklich sehr grobe Dinge, Bilder mit den Ölpastellen, so wie eben hier diesen Baum mit dem Hintergrund. Und da lasse ich dann auch sehr viel Schnickschnack weg. Was ich allerdings auch immer wieder sehr, sehr gerne bei Ölpastell mache, ist dann eben mit der Kratztechnik. Also ich nehme mir so einen Schaschlikspieß
und kratze so ein paar Feinheiten rein. Wird auch bei diesem Bild gleich passieren. Und da kann man dann so wie feine Gräser oder sowas, das kann man dann praktisch noch reinlegen. Da macht es natürlich auch Sinn, wenn man unten drunter also schon mehrere Farbschichten hat, so dass wenn man die obere wegkratzt mit dem Schaschlikspieß, das untere durchscheint. Dafür muss man natürlich wissen, was für Farben möchte ich, dass hinterher durchscheinen. Also man muss auch hier immer so ein bisschen vordenken. Ich mache hier die Gräser mit Braun, aber auch mit Schwarz, um eben wieder Kontrast reinzubringen. Und jetzt gehe ich mit diesem besagten Schaschlikspieß über die Gräser und kratze da nochmal ganz doll was rein, damit das so ein bisschen ganz leicht aussieht wie in der Ferne. Und ja, man kann sich darüber streiten, ob das jetzt schön ist oder nicht. ich finde es okay. Mir gefällt der Baum gut und der Himmel und andere Dinge könnte man auch besser machen. Ich habe kurz überlegt, ob ich eine Sonne reinmache, so wie auf dem Foto, aber ich habe es dann doch gelassen, weil ich glaube, damit kann ich es jetzt nur versauen und das will ich nicht. Ja, wir kommen so langsam zum Ende des Prozesses und ihr seht, wie ich hier noch ganz feine Ästchen mit dem Schaschlikspieß in das Ölpastell reinkratze. Ich finde, das wirkt total schön am Ende und ja, macht einfach auch total Spaß. Das Schönste beim Ölpastellmalen ist, das Band abzuziehen. Ihr seht, ich habe mir endlich das Sensitivband von Action gekauft. Es lässt sich wirklich super von diesem Papier abziehen. Es funktioniert nicht mit allen Papieren. Ich habe schon gesehen, normales Zeichen- oder Kopierpapier reißt es mir auch kaputt. Aber es ist schon bedeutend besser als das normale. Ja, das ist das Bild. Ihr seht, ich denke, es ist ganz hübsch geworden und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr gebt mir den Daumen hoch und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Werdet kreativ, bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss, tschüss.